Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe meinen PC jetzt nochmal neu gestartet, also die Aufnahme ist jetzt direkt hinter der letzten Folge, Aufnahme, wie auch immer. Ich stelle den Sound ein klein wenig leiser. Dann drehen wir mal kurz die Zeit wieder langsamer. Jetzt leckt es ja schon wieder. Nein. Ah, ich. Irgendwie hat mein Rechner gerade abvisiert vom Project 46. Warum auch immer. Dadurch kam halt ein leckähnlicher Zustande. Jetzt müsste es aber eigentlich wieder leckfrei sein. So, können wir denn jetzt noch irgendwas in der Stadt erledigen? Nee, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber wir können auch einfach direkt weiter. Nur, es war halt mir noch ein Anliegen. Irgendwie nervt es mich gerade, aber egal. Sagen wir dem Wachmann wieder, dass wir ein Schwert besitzen. Blablabla. So, und können wieder durch. Gehen wir jetzt wieder ab, zurück in die Sümpfe. Die übrigens sehr lustig aus... Ach ne, das ist irgendwas anderes. Sieht auf jeden Fall auch sehr merkwürdig aus, das Gebirge da hinten. Und ja, weil ich wollte doch ganz gerne noch das Buch haben, also das Notizbuch der Bomber, bevor wir in die Sümpfe gehen. Und übrigens das Wassergeräusch, was ich gehört habe, das ist das Geräusch, wenn die Blubber wiederkommen. Also die kommen mit der Zeit wieder. Warum leckt das denn heute so? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt haben wir mal alles wieder aufgefrischt. Ah, jetzt komm schon. Habla. Habla. Da. Das war das Geräusch, was ich letzte Mal versehentlich als Wassergeräusch hier unten drunter ausgemacht hatte. Und ja, ich würde sagen, rennen wir doch einfach durch. Zum Glück kriegen wir jetzt von Taya keine Videosequenz mehr. Also, weil... Taya weiß ja schon, dass wir da schon mal dran vorbeigelaufen sind. Weil sie folgt uns ja zum Glück immer. Und unterstützt uns. So. Hau den weg. Jetzt müssten wir eigentlich noch ein paar Bomben sammeln. Bomben. So, die nehme ich auch direkt mal dahin. Kann man immer gebrauchen. Bomben. So. Ah, blöde Feder. Flatterer da. So. Wir brauchen ein Herz. Kannst du uns ein Herz spenden? Goethe. Dankeschön. Haben wir uns also des Herzens des komischen Wabblers bemächtigt. Wir haben ihn jetzt einfach rausgerissen und nutzen es jetzt für unsere eigenen Zwecke. So, dort sind wir wieder in Sümpfen des Vergessens. Dort oben sehen wir übrigens wieder einen dieser Händler, wie er auch in der Stadt schon zu finden war. Und da oben drauf ist ein Herzteil. Danke, dass du vorbeischaust. Du bist nicht von hier, oder? Ich verkaufe Wundererbsen an Dekus, aber eigentlich möchte ich von hier wegziehen. Ich will mein Glück an einem belebteren Ort versuchen. Aber einfach so ein Geschäft eröffnen, dazu braucht man die richtigen Beziehungen. Du weißt, was ich meine? Blablabla. Ja, würden wir gerne. Wir würden dir gerne die Stelle von der Stadt verkaufen. Allerdings ist durch den Zeitsprung natürlich auch unsere Urkunde verschwunden. So, reden wir mal mit dem Typen hier. Verflucht! Wo ist er bloß? Dieses verwöhnte Balkspenst schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh, willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Hä? Huch, nimmst du zum ersten Mal teil? Das Sumpf-Info-Center veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, erhältst du eine kostenlose Bootsfahrt als Sonderpreis. Hast du Interesse? Vorher musst du aber an einer Bootsfahrt teilnehmen. Fahrkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Probiere es aus. Gut, probieren wir es doch mal aus.
Kurumes Bootsfahrten. Büro derzeit geschlossen. Bitte fragen Sie im Magieladen zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Gut, tun wir dieses, wie uns geheißen wird. So, und jetzt kommt uns nämlich auch schon die Fähigkeiten des Dekos zugute, weil wir sind zu schwer für dieses Blatt. Als Deko allerdings sind wir dies nicht. Können zwar nicht schwimmen, aber wir können zumindest auf den Blättern stehen bleiben. Obwohl, hier hätten wir theoretisch, glaube ich, auch noch schwimmen können. Gut. Können wir jetzt die Maske wieder abnehmen. Erledigt. Und hier haben wir ein Schild. Zum Magieladen, zur alten Schachtel. Da wollen wir doch hin. Und hier sehen wir mal ein paar neue Gegner. Sag bloß, du hast noch nie einen großen Dekorania gesehen. Zerschlage ihn. Und du erhältst eine Dekonuss oder einen Dekostab. So, die kleinen Gegner. Ach ne, die hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon. Dadurch hatten wir ja den Dekostab. Okay, schlüngeln wir uns einfach hier mal vorbei. Und dort sind wir schon beim Magieladen zur alten Schachtel. Ja, gehen wir mal kurz nach oben. Ja, so. Endlich. Oben angelangt. Anscheinend verkauft die hier Potions, also blaue, grüne und rote. Sollten ja aus den Zelda-Geschichten schon bekannt sein, wofür die sind. Hihihi, willkommen. Meine Tränke wirken gut. Bist du etwa wegen der Bootsfahrt gekommen? Was für ein Pech. Kurume ging in den Wald, in die Wälder, um nach Pilzen zu suchen. Wenn ich es mir überlege, ist es schon ein wenig spät. Ist sie schon ein wenig spät dran? Könntest du wohl für mich nachher suchen? Allerdings kann man sich leicht verwirren. Frag die Affen, die dort leben. Okay, fragen wir die Affen. Mann, oh Mann, wir werden ja hier von einer Ecke in die andere geschickt. Aber ich glaube, das wird Megamax ewiges Pech sein, dass er immer rumgeschickt wird. Also ich wüsste jetzt keinen Zelda-Teil, wo das nicht so ist. Und hier hören wir eine sehr bekannte Musik. Zumindest für die Leute, die Ocarina of Time schon mal gespielt haben. Dort in den verlorenen Wäldern gab es nämlich die auch. Tu mir folgen. Dieser Affe rennt jetzt halt weg. Und ich glaube, weil ich mich jetzt gerade sogar erinnere, war das, glaube ich, dasselbe Rätsel. So in etwa. Nur, dass einem bei Ocarina of Time nicht von einem Affen geholfen wurde. Autsch. Sondern man sich an dem Sound, der, also diese, die Melodie erinnern, an der Melodie orientieren musste. So, da rennt der Affe nach links. Ah, oh, Mist. Ich schaffe es auch nicht, diesen doofen Schildkröten auszuweichen. Und, oh, da ist ja die Hexe. Aua, hilf mir. Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrücks eins übergezogen bekam. Dieses nervige Horror-Kit. Hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen? Oh, au. Wer hätte gedacht, dass so etwas passieren würde? Und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du, hast du denn nichts dabei, was Energie wiederherstellt? Ah, was ist das? Du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du zuvor gibst zu sein. So, und wie wir uns natürlich denken können, müssen wir jetzt der Schwester mitteilen, dass ihre Schwester im Wald auf dem Boden liegt und sich nicht bewegen kann, damit sie uns etwas gibt, was heilt. Ja, so Mist. Immer diese Kletteraktion hier. Warum gibt es eigentlich bei Zelda immer so lange Leitern? Und dort schläft sie auch schon wieder. Ach, jetzt ist sie wach geworden und schläft wieder ein. Hihihi, willkommen! Meine Tränke wirken gut.
Wie? Was? Das Koro-Kid hat Kurume weh getan? Das ist doch lächerlich. Das Koro-Kid würde jedoch niemals ernsthaft schaden. Oh, aber wenn es wahr ist, solltest du ihr diesen Trank bringen. Bitte erweise mir diesen Dienst. Du hast ein rotes Elixier erhalten. Rote Elixiere stellen deine Energie wieder her. Vergiss nicht, dass dir auch die leere Flasche von großem Nutzen sein kann. Im Inventar blablabla. Rasch, bewege ihr diesen Trank. Und die Schwester schläft sofort wieder ein. Aber zumindest ist es diesmal leckfrei. Ach, das finde ich ja schon mal sehr... Ich darf nicht drüber reden. Aber ich sag mal so, es war ja auf jeden Fall bisher recht leckfrei. Zumindest besser wie die letzte Aufnahme. Du mir folge. Und jetzt müssen wir dem Affen wieder hinterher. Ich habe nämlich den Weg ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ach ja, jetzt nach rechts, genau. Dankeschön, Java. So, jetzt müssen wir hier noch links. Ah, ja, ich hab's geschafft. Und noch einmal nach links. Und dann müssten wir auch bei der Oma sein. Jawohl. Ach, oh, gut. Wenn ich jetzt gerade eh schon mal im Startmenü bin, lege ich... Ah, falsch. So. So, geben wir der Oma jetzt das zu saufen. Fühlst du dich nicht dazu verpflichtet, einer armen alten Hexe zu helfen? Gut, geben wir ihr den Trank. Ah, die Farbe, der Duft, das ist eindeutig Kotakis. Gib her, ich kann mich zwar wieder bewegen, aber ich trinke jetzt. Ah. Oh, ich fühle die Energie in mir. Kurume ist wieder da. Du hast mich gerettet. Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe. Du hast dir gerade eben eine Freifahrt verdient. Hui. Und das Glas hat sie uns auch netterweise wieder zurückgegeben. Somit haben wir unsere erste Flasche. Was wollt ihr, Affen? Du seid sehr mächtig. Ich dich beobachtet. Sümpfe seien voller giftigem Wasser. Tempel für über Wasserfall komisch. Bruder gehen zum Tempel. Aber Bruder nicht finden Eingang zum Tempel. Tempel nur für Deku. Bruder von Deku gefangen. Jetzt sein im Palast. Hilfe! Okay. Die Affen wollen wohl uns ganz gerne um ihre Hilfe, um unsere Hilfe bitten, suchen. Ja, und ich würde sagen, laufen wir ihnen doch einfach mal hinterher. Allerdings sind sie jetzt gleich auch schon so ziemlich weg. Was aber auch nicht weiter schlimm ist. Okay, aber wo sind sie jetzt hin? Haben sie sich einfach aufgelöst? Also jetzt nicht so... Okay, ich kann jetzt verstehen, dass wir nicht schnell genug waren, aber von der Spieldynamik her, wohin sind sie verschwunden? Haben die sich wirklich einfach aufgelöst? Und was wäre gewesen, wenn ich schneller gewesen wäre? Hätte ich sie dann auch einfach verschwinden sehen? Oder sind sie in den Rand gelaufen? Fragen über Fragen. Egal, nehmen wir das Angebot der alten Hexe mal an. Und gehen auf eine Bootsfahrt, weil der Affe hat uns ja erzählt, hier ist überall vergiftet. Überall vergiftetes Wasser, so rum. Und ja. Ich weiß gerade gar nicht. Wenn, was, Achso, okay. Ich dachte nämlich, wir brauchen nämlich eigentlich noch einen Gegenstand. Oh, nochmal herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst mit meinem Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen, daher bekommst du das hier gratis.
Du hast die Fotobox erhalten. Drücke C, um durch den Sucher zu blicken. Drücke anschließend A, um den Auslöser zu betätigen. Der Film in der Fotobox reicht zwar nur für einen Schnappschuss, aber dieser kann aber jederzeit wieder ausgetauscht werden. Gelingt dir ein hübscher Schnappschuss? Bring ihn zu dem Kerl da drüben. Also gut, die Fahrt geht los. So, und jetzt fahren wir auch über das Wasser. Jojo. Wir schauen uns hier ein bisschen um. Oh, genießen die malerische Sumpflandschaft. Oh, wunderschöne Texturen. Der Mond ist übrigens jetzt noch nicht so groß. Also der würde später noch weitaus größer sein. Obwohl der auch jetzt schon sehr groß wirkt. Hm, naja. So, und jetzt kommen wir nämlich in den Bereich, langsam aber sicher, der vergiftet ist. Und hier ist wirklich alles sehr schön. Da vorne ist ein Frosch. Und ein bisschen Rubine. Und da vorne sehen wir schon, das Wasser ist lila. Und wir fahren einfach mal diesen Oktopus da um. Den wir einfach mal platt machen. Und hier ist halt überall vergiftetes Wasser. Also ist hier Schwimmen nicht sehr gesund. Zumindest. Und da vorne steht der Affe. Oder einer der Affen zumindest. Nächster Halt, Deku-Palast. Das Wasser ist vergiftet. Pass auf, wohin du trittst. Möchtest du von Bord gehen? Ja, das wollen wir. So, damit sind wir jetzt am Deku-Palast und der Affe rennt auch direkt rein. Deku-Palast. Oh, ich hasse diese Mucke. So, gehen wir jetzt einfach mal zu den beiden Dekus da vorne hin und fragen mal, was denn so ansteht. Dies ist der königliche Palast des Dekureichs. Fremde haben hier keinen Zutritt. Aber wir sind ja kein Fremder, denn wir sind ein Deku. Dies ist der Regentenpalast des Dekureichs. Zutritt nur für Personen mit offiziellen Aufträgen. Für die öffentliche Schmähung des dummen Affen, der unseren König verärgert hat, seid ihr aber der Zutritt gewährt. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal. Betrete aber auf keinen Fall andere Bereiche. Wenn sie uns schon so darauf aufmerksam machen, betreten wir aber andere Bereiche. Und kommen hier in eine sehr interessante Oberansicht. Und jetzt wünschte ich mir irgendwie, es wäre Nacht. Weil diese Dekus, die hier rumlaufen, können nämlich nur in einen bestimmten Bereich gucken. Ah, hier hinten komme ich entlang. Und das wird bei Nacht besser angezeigt durch Punkte. Also sozusagen wie so eine Art Sichtlinie, die sie schauen können. Ich weiß gar nicht. Ah, hier war ein Herzteil. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wofür diese Seite war. Wir sollten uns aber natürlich nicht erwischen lassen von diesen Dekus. Sondern immer schön verstecken. So. Gut. Das Teil haben wir. Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits... Du hast doch bereits drei Teile schon drei? Finde ein weiteres, um deine Energieleiste zu öffnen. Okay. Warte mal, das eine haben wir vor dem Turm. Wo haben wir denn zwei und drei her? Also zwei jetzt her. Wo war denn das zweite? Das weiß ich jetzt gerade echt nicht und das verwirrt mich gerade mal so aufs Übelste. Allerdings gucken diese Dekus halt auch wirklich geradeaus. Also wenn wir in einem gewissen Maß Abstand nehmen, sag ich mal, können wir auch ohne Probleme an ihnen vorbeilaufen. Und jetzt schauen wir uns nämlich nochmal gegenüber um. So.
Obwohl... Nee, den Bereich braucht man noch gar nicht. Gehen wir erstmal in den Thronsaal. Ja, ich weiß, ich verwirre euch alle mal wieder. Nehmen aber vorher noch die Fotobox. Schauen wir uns die Schmähung des Affen an. Aber vorher... Was kann es schon Besseres geben als ein Foto des Königs? So, schön draufhalten. Hui, hell, ah. Hallo? Ah, ich dachte schon, das geht nicht. Willst du dieses Bild behalten? Jo, sieht doch cool aus. Gehen wir mal hoch zu dem Affen. Und reden mit ihm. Dank Taya können wir dies ja auch ohne Probleme. Die behaupten, ich hätte sie entführt. Aber egal, wie oft ich es noch sage, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer. Bitte, du musst mir glauben. Okay, Prinzessin, klärt uns mal bitte auf. Dein Gesicht habe ich hier noch nie gesehen. Bist du ein Besucher? An und für sich sind Fremde in meinem Thronsaal nicht willkommen. Aber heute mache ich eine Ausnahme.